Nee, leider nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich direkt mal zum Hafen, um da eine Schnellreise freizuschalten. Damit wir einigermaßen irgendwie auf die Kette kriegen, um mal ein bisschen hin und her reisen zu können. Würde mich persönlich auf jeden Fall freuen. Okay. Zack. Und hier sind wir. Sahst du, was du sehen musstest? Oh ja. Mehr als genug. Yes. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mehr als genug war es auf jeden Fall. Eieieiei. So. In ein paar Metern sind wir da. Und fühlt sich ja schon fast wieder an wie im Anfangsgebiet, wo wir in Norwegen waren. Erstmal die Bären klauen. Das ist immer das Wichtigste. Mal gucken, wie die Wahl ausfällt. Festlich. Zu festlich. Und zu bald. Feuer, Kämpfe und alle Männer sind in Met eingelegt. Ach, das geht zu weit. Hemtop könnte brennen, bevor es der Scheiterhaufen tut. Götter, habe ich meinen lieben Jarl enttäuscht? Frieden drück weh. Ich versuche für Ruhe zu sorgen. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Die ungehörigen Gäste befinden sich in und um. Okay. Zeig mir, was vor uns liegt. Okay, da. Da. Und da hinten. Okay. Gehen wir mal. Was hat der Sachse getan? Da hinten gucken. Kann er es wagen, unsere Kultur zu verhöhnen? Er ist. Ja, so, lass mich da mal gucken. Lol. Meinst du etwa Hemings berühmte Kampfhähne? Rücken mit mächtigen Krallen! Danke dir, mächtiger Thor. Du hast mein Leben gerettet. Wenn du wieder nüchtern bist, solltest du dich von Hähnen fernhalten. Hat man das schon mal geklärt? So, das haben wir. Alles klar. Let's go. Ich sah nie nach unten. So. Ach ja. Wir sind quasi der Polizist momentan. Oh lol. Ah, wir haben Thors Rüstung an, da passiert nichts. Hilfe! Feuer! Was ist dieser Fusel, von dem du sprichst? Ein unbezahlbares Geschenk eines Jarls würdig. Beeil dich aber! Er fängt Feuer! Hilfe! Feuer! Ah. Mein Fuß, er brennt! Alles klar. Hilfe! Feuer! Rettet mein... Ah, das brennt! Au, 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 au. Ja. Alter, ich hab mich gerade auch ein bisschen erschrocken. Es war zu spät für dein Fusel, wie du ihn nennst. Bei Buris Eiern. Den ganzen Weg aus dem Galariki habe ich den geschleppt. Dann heißt es jetzt wohl wieder wässriges Ale. Wenn du genug trinkst, löst Ale alle deine Probleme. Sehr wahr, sehr wahr. Du darfst gern mitmachen. Nee. Jetzt nach da oben. Ein kleiner Schluck hat noch niemand. Das ist so
so viel Alkohol, ne? So, was gibt es denn hier? Komm raus, du dummfressende Ratte! Was für ein Stress. So. Ich will hier rein. Oh Gott im Himmel! Die Leute sind verärgert. Lass mich! Ich habe nichts Falsches getan! Du solltest lieber hinausgehen, bevor du gar nicht mehr gehen kannst. Ja, ja, ich gehe. Ich gehe ja schon. Tu mir bitte nichts. Dort ist dein Schlüssel. Wenn du die Tür öffnest, folge ich dir nach draußen. Ich habe da irgendwie so ein ganz großes Nein-Gefühl. Du hast den Schlüssel! Benutz ihn! So, komm raus. Du bezahlst für deine Taten, Schänder! Genug. Lass ihn sprechen und sich erklären. Ich liebte Heming. Wirklich. Ich will nur, dass er frei ins Königreich Gottes fliegen kann. Also tränkst du seinen Körper mit deiner Fäulnisbrühe? Was, das heilige Wasser der Christen? Natürlich. Ich weihte ihn im Namen des Herrn. Zwinge nie einem toten Nordmann deine christlichen Mysterien auf. Aber ich wollte... Die sind deine Nachbarn. Achte sie. Lerne ihre Lebensweise kennen. Dann wirst du bis ins hohe Alter atmen können. Oh nein! Oh. Bitte schön. Jetzt bist du als einer von uns geweiht. Jetzt scheint es schon wieder geordneter zuzugehen. Dann gebe ich mal drück wie Bescheid. Komm, so viel muss sein. Alter, die haben mir da richtig, richtig übel zugerichtet. Nice. Sehr, sehr geil. Ich habe die Gäste beruhigt, so gut es in ihrem Kummer ging. Sie trauern. Das ist zu erwarten. Trotzdem danke. Und wie fühlst du dich, alter Freund? Meine Trauer sitzt wohl tiefer als bei den meisten. Heming wäre stolz darauf, was du hier erreicht hast. Auf alles, was du für ihn getan hast. Hoffentlich. Der Schmerz wird vergehen, Trückvieh. Mit der Zeit. Ja, das stimmt. Polternde Plünderer abgeschlossen. Nice. So. Eine Quest haben wir noch. Und die werden wir jetzt machen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Sprich mit Willi. So. Ach, da hinten. Wir müssen auch noch über die Mauer. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt einen etwas turbulenteren Weg ausgewählt, aber es passt schon. Ein ausgezeichneter Schild, Sunifer. Auf Gunnars Handwerkskunst ist Verlass. Das stimmt. Und hier, vom Rabenclan. Ein beeindruckender Schild. Er ist gut, doch ihm fehlt noch eine Sache. Etwas Persönliches für deinen Vater. Ein Siegel, denke ich. Ein Zeichen, das ihn schmückt. Wir brauchen einen Künstler. Gibt es einen in diesem Dorf? Ich kenne einen. Er wurde verbannt, seine Arbeiten sind jedoch meisterlich. Er lebt in der Gipfelhöhle. Ich würde dich selbst hinbringen, aber ich muss Isbjörn finden. Isbjörn? Den Speer deines Vaters? Führte er ihn nicht in Ulkatorp? Er verlor ihn vor einigen Wintern auf einer Bärenjagd.
Das Biest wurde schwer getroffen, aber der Speer blieb stecken und der Bär floh in den Wald. Und nach all diesen Wintern hoffst du, ihn wiederzufinden und dem Feuer zu übergeben? Das klingt schon etwas unwahrscheinlich. Sorge dich nicht. Ich habe ein Gespür für solche Dinge. Suche den Verbannten auf. Er kümmert sich um dein Schild. Alles klar. Dann, let's go. Oh, 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 den haben wir jetzt weggemoscht. Das tut mir schrecklich leid. Das tut mir echt schrecklich leid. Schnell weg hier. Eieieiei. So, wo lebt der? Ah, okay. Das sieht mir doch gut aus. Das sieht mir doch gut aus. Hat er sich hier in der Höhle niedergelassen? Das muss die Höhle sein, von der Willi sprach. Und hier soll jemand leben. Ja gut, wenn er verbannt wurde, wo soll er sonst leben, ne? Eieieiei. Alter. Was geht hier ab? Oh, im Wasser ist etwas. So, das hole ich mir dann auch noch. Danke. So, und zack. Zack. Gib mir Zeug. Okay, wir dürfen ja eigentlich gleich da sein. Was liegt denn da? Titan. Nice. Und das nur für, um einen Künstler zu finden. Der Verbannte muss die Einsamkeit schätzen, dass er in solch einem Loch wohnt. Na gut, wenn schon verbannt, dann richtig, ne? Okay, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ah, okay. Da muss er genauso gelenkig sein wie wir. Was ist denn hier los, ey? Okay. Eieieiei. Ah, da ist er ja. Bei Odins Bart. Es ist wahrlich nicht leicht, dich zu finden. Jarl Heming ist tot. Mir wurde gesagt, du wärst ein Meister deiner Kunst. Dieser Schild soll so geschmückt werden, dass er Leben und Tod Jarl Hemings würdigt. Die Steine. Jarl Heming besaß eine ruhige Hand und ein ruhiges Herz. Kannst du das auch von dir behaupten? Interagieren. Was müssen wir denn jetzt machen? Staple die Steine, um in einer erforderlichen Höhe zu erreichen. Okay. Okay. Das passt, hoffentlich. Dein Herz kennt noch keine Ruhe. Wie soll das in dieser Zeit auch gehen? Jarl Hemings Herz geriet nie ins Wanken. Ach ja. Ja, Hemings Herz war so standhaft, wie es groß war. Du hast mir noch nicht geantwortet. Erfüllst du meine Bitte? Nicht sehr gesprächig, der Typ. Hm.
Wie bleibt er dir in Erinnerung? Mit seiner Weisheit, die uns beflügelte. Das Schicksalsnetz. 9 Linien, die unser Geschick bestimmen. Gestern, heute und morgen sind verwoben. Ist es das, was du wünschst? Ja. Ja, ich wähle dieses. Ich werde anfangen. Der hat noch gar nicht gesagt, was er dafür haben will. Wie bist du hier gelandet? Schicksal. Ich wurde zum Tode verurteilt. Zu Unrecht, fand ich. Doch ein Mann wurde getötet. Jarl Heming wünschte, dass ich lebte. Die Menschen im Dorf nicht. Mein Augenlicht und Verbannung. Das war die Einigung. Ich danke dir dafür. Nimmt sein Sohn seinen Platz ein? Das ist Willis Entscheidung. Willi hat keine Wahl. Das Schicksal steht längst fest. Na, wenn du das sagst. Alles klar. Morgen ist das Ting. Und ein Jarl muss auserwählt werden. Ich sollte mit Sunifer darüber sprechen. Können wir eine Schnellreise? Nein, natürlich nicht. Egal. Okay. Versuchen wir mal hier rauszukommen. Auf jeden Fall nehmen wir hier noch das Eisenerz mit. Ist ja selbstverständlich. Komm schon. Nice. So. Nice. Haben wir doch einen schnellen Ausgang gefunden. Das geht ja noch. Ich würde jetzt gerne noch mal ein paar Bärenbüsche finden. Ich würde mich gerne heilen. Ich glaube, da vorne sind da welche. Du hast ihn getötet! Stirb! Alter. Was bist du denn für einer? Okay. Rachebotschaft plus 1. Okay. Strange. Sehr strange. Okay. Vielleicht kann ich ja hier ein bisschen Nahrung schnurren. Das dürfte mich dann auch erstmal heilen. Und meinen Vorrat aufstocken natürlich. Ihr braucht ja Gott sei Dank nicht genug zu laufen. Auch wenn Eero das gerne möchte. Ah, die spielen da hinten schöne Musik. Hier sind die am Saufen. Hier hang ich fest. Eieieiei. 200 Meter nach oben. Trinken. Nee, ich hätte gerne Heilung. Und so. Aber warte mal. Ich habe keine Pfeile. Ich muss welche mitnehmen. Oder nicht so viele Pfeile, eher gesagt. So, let's go.
Hoffentlich bringt das jetzt was. Ah, ja, 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 ja. Ist ja das die... Nee, aber hier. Ein Busch gefunden. Immerhin etwas. Ah, hier sind sogar zwei. Nice. Eieieiei. Sind hier noch mehr?